Hier geht es darum, dass wir die Menschen, die wir vermeintlich schon kennen, heute noch mal ganz anders kennenlernen. Diese Ecke, die kennt ihr ja sicherlich schon. Hier entscheidet das oberste Tekka-Gericht über meine Gästin. Wird sie aufgenommen in diese himmlische Familie? Hier auf meinem Talksofa wird heute sehr viel gesungen. Gott sei Dank nicht von mir. Aber es geht auch um tiefe Themen, die wir heute besprechen, wie Bildung und warum es wichtig ist, immer an sich zu glauben und sich nie aufzugeben, trotz der ganzen Widerstände, die man da draußen hat. Leute, es wird anders krass. Musik gehört in unserer Familie einfach zum Leben dazu. Schade, dass von 11 Geschwistern einfach niemand singen kann. Deswegen bin ich umso gespannter, was meine Gästin heute mitgebracht hat. Denn die hat von Musik so richtig Ahnung. Sie hat sich in mein Herz gesungen und ich bewundere ihre Stärke. Ich bewundere ihren Mut, sich durchzukämpfen im Leben. Und ich freue mich, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Elif. Elif. Die Berliner Musikerin weiß, was es heißt, anders zu sein. Schon früh muss sie kämpfen, ihren Weg gehen zu können. Mit 16 nimmt sie bei Popstars teil und wird Zweite. Es ist der Anfang einer steilen Musikkarriere. Und trotzdem verwechselt ihre Mutter sie ständig mit Lena Meyer-Landrut im Fernsehen. Das wird ihr bei den Tekkas sicher nicht passieren. Warum sie sich in der Schule am meisten zu Hause gefühlt hat und ein Abschluss nicht alles im Leben ist, erzählt uns Elif jetzt bei Anders. Mit diesem Song habe ich überhaupt nicht gerechnet, sag ich dir ehrlich. Mit welchem Song hast du denn eigentlich gerechnet? Ich weiß nicht, ich dachte, du kommst so mit Deutschrap oder so, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, mit was ich gerechnet, aber damit nicht. Kennst du die Band Paramore? Ich kenne die, ja. This Is Why kenne ich. Ja. Aber wie kommst du auf das Lied? Es gibt so Bands, die hört man so zwischen 13 und 16. Das ist die Zeit, wo die Musik einen krass prägt. Und diese Band habe ich zu der damaligen Zeit gehört und bin bis heute Fan. Und das ist eine Band, die ich bis heute verfolge und auch die neuen Songs höre, aber auch die alten. Und das ist ein altes Lied von denen. Und das hat mich geprägt und ich liebe einfach Hayley Williams, die Sängerin und die Band. Und das hörst du heute einfach immer noch? Ich höre es bis heute immer noch und verfolge, was sie machen. Und wenn die jetzt auf Tour gehen, was sie machen werden, dann würde ich dir noch hinterher reisen. Ich habe in meiner Jugend so ein bisschen Frost gehört, sag ich dir ehrlich. Wir so, alle. So, es tut mir doch so leid, Girl, ich würde alles tun. Sowas habe ich eher tatsächlich gehört. Aber es ist geil, dass du sowas mitbringst, weil ich kenne es noch von meinen Mitschülern, die das dann alle so mitgebracht haben. Und ich glaube, du hast ja ein Gastgeschenk mitgebracht, ne? Ja. Deswegen gehen wir jetzt mal rüber. Du zeigst mir mal, was du mitgebracht hast und dann... Dann nimm meine Hand und wir gehen rüber. Let's go. Darf ich dir vorstellen? Meine Familie. Hallo. Hi, grüß dich. Wie geht's? Das ist Tuba, unsere Kölnerin. Das ist Tess, unsere Berlinerin. Einmal hier, einmal Hand küssen, das geht sonst nicht anders. Nein, auch da hier. Holzgelder. Nee, Baba, wo Chitki? Doch, doch, so muss es sein. Setz dich genau dahin. Da bist du zwischen denen. Alles klar. Elif, die Zeiten von Handküssen sind vorbei. Ne? Warum? Denkst du, du kriegst dann Süßigkeiten oder was? Nichts dabei, nichts dabei. Ja, mal, hol ich denn nicht. Doch, ich hab was dabei. Und zwar habe ich für euch einen Behälter mitgebracht, womit man türkischen Tee machen kann. Und natürlich, Kaffee meine ich, nicht türkischen Tee. Türkischen Kaffee und den Behälter dazu. Und diesen Behälter habe ich aus Istanbul gekauft. Geil. Den habe ich aus dem Berliner Supermarkt. Aber es steht Istanbul drauf. Türka, bist du? Nee, steht überhaupt nicht drauf. Naja, wir gehen jetzt mal einfach davon aus, dass es aus Istanbul kommt. Und das ist mein Gastgeschenk an euch. Zu jedem Zusammensitzen, finde ich, gehört auch Kaffee. Und damit könnt ihr euch den auf jeden Fall Ich glaube sogar, meine Mutter, du kannst auch Mokka lesen, ne? Ja, kommt doch mal, was drinsteht. Ey, ohne Witz, neulich hatte ich auch einen Mokka, einen kleinen Mokka. Und dann habe ich es gepostet auf Instagram. Mhm. Und dann war da wohl angeblich ein Reiter auf dem Pferd, der mich retten soll und heiraten soll. Haben dann die Leute... sind das deine tiefsten Träume und Wünsche? Dass jemand auf dem Pferd kommt? Das sind die Träume meiner Mutter, muss ich sagen. Deswegen umso besser, dass du uns heute einen Mokka mitgebracht hast. Meine Mutter und mein Vater können damit auf jeden Fall was anfangen. Ja. Man soll ja dieses Mokka lesen, man soll es ja glauben, aber irgendwie auch nicht. Ja? Hast du auch mal, kannst du das? Nee, ich kann es nicht. Ich weiß nur, dass wenn man eine Schlange sieht, das immer was Schlechtes ist. Ja, genau. Schlange irgendjemand in deinem Umfeld ist eine Schlange, du bist eine Schlange. Ich schwöre, man sieht immer das, was man sehen will auch in dem Moment. Auch wenn man von Schlangen träumt und so, ne? Das ist immer ein ganz schlechtes Omen. Eine Schlange kann auch was ganz andere, nach was ganz anderem aussehen. Ja. Das vertiefen wir jetzt nicht. Ja, genau. Tschüss. Aber ich liebe Mokka. Sehr gut. Ja, mein Vater ist Kaffeetrinker. Der braucht morgens, abends, mittags braucht er Kaffee. Mhm.
Und ich meine, ey, wir sitzen jetzt gerade zusammen. Ey, ich sehe euch, ohne Witz, ich gucke euch in die Augen. Ich sehe meinen Vater, ich sehe meine Mutter, ich sehe dich, Elif. Du ja, die ja vielleicht ein Teil unserer Tekka-Familie wird. Dann sehe ich Tejan, meine Schwester, ja. Und ich sehe Tuba. Und ich finde, wir haben irgendwie so ein bisschen den German Dream erreicht. Auch einen Kampf gehabt, aber wir haben den German Dream erreicht. Ich meine, Elif, du bist eine geile Sängerin, ja. Dankeschön. Glaubst du, dass du deinen German Dream erfüllt hast, so ein bisschen? Also, es gibt jetzt schon Momente, wo ich aufstehe und denke, Mann, ich habe schon ein geiles Leben. Aber kurz nochmal, weil ich hier so zwischen euch sitze, ich fühle mich wirklich so wie so bei der Familie. Weil wenn ich bei der Familie bin, kannst du mir mal bitte dieses Tuch hinter dir geben? Ja. Ich würde niemals bei meiner Familie so freizügig erscheinen. Nicht, dass ich also das nicht so gerne anziehe, aber ich habe so Respekt, ich weiß. Durch ihre 7 Töchter sind sie das gewohnt. Wir okay, sind ja, da okay. So. Ich verstehe dich voll, ich weiß genau, was du meinst. Meine Mutter hat damals meine zerrissenen Hosen, hat sie alle kaputt gemacht und als Lappen benutzt. Ja. Weil sie meinte, die sind ja kaputt, deswegen kannst du sie nicht tragen. Aber ich habe auch so eine Geschichte, ich habe so voll gekritzelte Chucks gehabt, die so halb kaputt waren. Ich war so stolz, die endlich mal so kaputt bekommen zu haben. Meine Mutter hat die weggeschmissen. Ich so, wo sind die? Hey, ich weiß nicht. Jahre später, ey, das kam in so einem Nebensatz. Ich so, oh mein Gott, du hast sie einfach weggeschmissen. Also, sie wollte mich halt nicht traurig machen im Moment. Elif, bevor wir gleich rübergehen, will Tess uns ein bisschen was erzählen. Sie will uns ein bisschen was erzählen darüber, wie es ist, hier aufzuwachsen tatsächlich, was wir gerade so machen auch und wie es auch in der Schulzeit so ein bisschen war. Vielleicht können wir auch gleich nochmal drüber reden, aber Tess, erzähl doch einfach mal. Ja, ich glaube, ich finde es total spannend, weil ich kann mir vorstellen, dass wir auch viele Parallelen haben. Einfach aufgrund dessen, dass wir Migrationshintergrund haben. Und, oder vielleicht kannst du auch noch singen. Ja. Das hören wir ja gleich. Nee, um Gottes Willen. Vor allem nicht mit der Stimme heute. Nein, tatsächlich, ja, Bildung, was bedeutet Bildung für uns? Für uns bedeutete Bildung zu Hause eigentlich alles. Papa hat uns das jeden Tag gepredigt. Und für uns war das auch immer das Tor zur Freiheit, ne? Absolut. Also für mich war immer klar, wenn ich gut in der Schule bin, habe ich Freifahrtschein, dann kann ich auch ein bisschen länger draußen bleiben, ne? Ich hatte ja immer das Glück, dass ich gut war in der Schule und nie so richtig lernen musste. Aber Tuba, glaube ich, hatte nicht so viel Glück. Nee, bei mir war es ein bisschen anders. Ich bin, glaube ich, auch die Einzige gewesen, die auf der Hauptschule war. Und ich habe einen ganz anderen Bildungsweg hinter mir. Mhm. Und bin dennoch froh, dass ich meinen German Dream leben darf. Mein Vater, Bavo, du kannst ja auch mal erzählen, der war bei jedem Elternabend von uns, ne? Ja, also von uns allen. Also der hat sich, der konnte die Sprache nicht, aber es war ihm egal, er hat sich da hingesetzt. Für Kinderbildung immer sehr gut. Also ich habe immer meine Kinder alle erstmal Kindergarten geschickt oder Vorschule. Und dann bei Schule war einfach, in Kindergarten gehen oder so Schule. Und jedes Mal über Elternabend immer teilgenommen. Und ich finde es sehr gut, immer Elternabend für Kinder teilnehmen, Lehrer kennenlernen, Direktor. Ich habe immer gesprochen, und wie geht Kinder, was macht Kinder. Und deswegen habe ich viel aufgepasst wegen Schule und Studieren. Das Schöne an so vielen Geschwistern ist, ihr habt euch wahrscheinlich viel um euch selbst gekümmert. Also jeder hat aufeinander aufgepasst. Ja, genau. Wir mussten Verantwortung übernehmen. Und auch in der Schule war das so. Also natürlich war das immer ein gutes Zeichen für unsere Lehrer, dass dann der Vater mal da war und sich hat blicken lassen. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich deswegen, also jetzt, ich kann es von mir ganz persönlich berichten, nicht Diskriminierungserfahrungen gemacht habe. Also ich musste natürlich immer 150% geben. Ich hatte mein Abmeldeformular auf dem Tisch, wo es hieß, dein Vater braucht nur noch unterschreiben, dann kannst du von der Schule gehen. Ja. Nur mein Freifahrtschein waren eben diese guten Noten. Aber ich habe mir ganz oft die Frage gestellt, was ist eigentlich mit den Menschen, die jetzt nicht so selbstbewusst sind, ne? Und die dann daran zerbrechen und diese Glaubenssätze annehmen. Und trotzdem, auf der anderen Seite gab es natürlich auch bei mir immer die Lehrer, die cool waren, ne? die mich unterstützt haben, die mich supportet haben. Und damit steht und fällt es. Aber ich meine, obwohl Bildung so wichtig war für uns, hatten wir zu Hause nie Bücher, außer das Telefonbuch, ne? Ja, mein Vater hat tatsächlich immer an uns geglaubt. Er hat uns gesagt, Bildung ist der Schlüssel zu das, was ihr werden wollt tatsächlich. Deswegen sitzen wir heute, ja. Es ist einfach so, ich glaube, wir sind die heute geworden, dank unserer Eltern, sage ich dir ehrlich, Elif. Und auch die Arbeit, die wir letztlich ja machen. Ich meine, wir haben eine Bildungsinitiative, German Dream, wo wir bundesweit an Schulen gehen. Wir haben mittlerweile ein Netzwerk von fast 1000 Wertebotschaftern aus der Mitte der Gesellschaft, einfach großartige Menschen, Alltagshelden, die an Schulen gehen und anhand ihrer ganz persönlichen Biografie den jungen Leuten erzählen von ihrem persönlichen Weg und ihrem German Dream. Und das ist so wichtig, ne, diese Macht der Begegnungen in der heutigen Zeit.
Wie ist denn das bei dir? Ich bin diesen akademischen Weg nicht gegangen. Ich bin nach der 10. Klasse abgegangen, weil ich wusste einfach schon mit 14, dass ich Künstlerin werden will. Aber und es gab einfach keinen Plan B und das lernst du nicht in der Schule. Keiner bringt dir das bei. Mhm. Es gibt gar keine Schule dafür. Du kannst natürlich Musikbusiness oder in dem Businessbereich was lernen. Das ist auch nicht schlecht, wenn du das kannst. Aber für den Künstler gibt es keinen Weg. Das ist ein Weg, den du selber machen. Ja, also, absolut. Und auch wenn ich auf andere Künstler gucke, natürlich, du kannst dich inspirieren lassen, aber jeder Künstler hat seinen eigenen Weg und du bist so, okay, du musst den jetzt einfach selber gehen. Und jetzt erklär das mal deinen Eltern mit 16. Mhm. Dann bin ich mit 18 ausgezogen und so weiter. Das war auf jeden Fall schwierig. Den Support hatte ich jetzt nicht, aber alles gut. Hatten wir auch nicht. Ey, wir hatten auch keinen Support, aber weißt du was? Nicht immer. Ihr seid jetzt ruhig. Okay, ihr seid jetzt ruhig. Du und ich gehen jetzt mal kurz rüber und wir reden genau darüber jetzt. Ja, also der erste Eindruck war auf jeden Fall schon mal nice. Wir haben dich ja nicht zu Wort kommen lassen, deswegen. Weil wir so viel zu erzählen hatten zu dem Thema. Bis gleich. Bis gleich. Nimm gerne Platz, wenn du Hunger hast. Hier sind ein paar Fruchtfliegen. Oh, ich liebe das ja, wenn er so Obst auf dem Tisch isst. Ne? Das hat mich isst du das auch? Ja, ich esse es wirklich gerne. Darf ich probieren? Ja, gönn dir, wenn du willst. Aber ich habe heute noch keine Vitamine. Ey, ohne Witz, bei Obst bin ich raus, ehrlich. Ich weiß nicht, ich kann das irgendwie, weiß nicht. Gib mir einen Döner, ich bin dabei, aber bei Obst bin ich raus. Nein, aber Elif, es ist so schön, dass du da bist. Und ich meine, ich habe dich damals in der Kolumbiahalle gesehen und ich habe diesen Moment aufgefangen. Ohne Witz, ey, Elif, ich schwör's dir bei Gott. Ich war da und ich bin reingekommen und ich habe dich gesehen und ich dachte, wie cool ist diese Frau? Dankeschön. Wie cool ist diese Frau, die da gerade singt und du hattest kurze Haare? Ja. Du hast wirklich so richtig gesungen und ich fand das so schön und dachte mir so, ey, so will ich auch singen können. Ich find's voll süß, wenn du sagst, so, die ist voll cool oder so, weil damals in der Schulzeit oder zu der Zeit habe ich mich gar nicht so cool gefühlt. Mhm. Ich war immer so ein bisschen immer so die Außenseiterin und ich bin bis heute immer noch so ein bisschen so eine Einzelgängerin. Ich liebe es auch, in der Runde zu sein, aber irgendwie, weiß ich, hat sich das so für mich so, ich bin immer so, weiß du warst, nicht. Du warst immer anders, kann man das ja, sagen. Ja, vielleicht deshalb, genau. Ja. Immer anderes also, Style, anders gedacht. Ja, weil du vielleicht deinen eigenen Weg irgendwie hattest. Ich meine, mit 16 bist du von zu Hause ausgezogen oder mit 18? 18. Und mit 16 hast du dich für die Musik entschieden? Genau. Wie kam es dazu? Ich glaube, die Musik kam zu mir, weil für mich gab es keinen Plan B. Ich musste einfach Musik machen und ich wusste, das ist mein Weg und ich wusste aber auch, ich will nicht in der Musikbranche arbeiten im Hintergrund, sondern ich möchte Künstlerin sein. Und was, also wie wird man Künstlerin? Du musst einfach diesen Weg gehen. Aber wie war das so in deinem Family-Background? Also wenn ich mich jetzt damals so für Musik entschieden hätte, in meinem Family-Business hier mit 10 Geschwistern und Eltern und was, da war die Hölle los zu Hause. Wenn ich mal gesagt hätte, ich wünsche mir ein Klavier, hätten die mir, weiß ich nicht was, also die hätten gesagt, spinnst du oder was? Bei uns war das ein bisschen anders. Also ich hab schon irgendwie dafür gekämpfen müssen, dass ich Unterricht bekomme. Und dann gab es so einen Kompromiss mit meiner Mutter. Wir haben so Mante gemacht. Dann haben wir halt Mante verkauft, immer so ein Kilo, keine Ahnung, für 10 Euro oder so. Und dann habe ich so 40 Euro zusammengesammelt mit meiner Mutter, um meinen Gitarrenunterricht zu bezahlen. Und ich glaube aber, wenn ich Sass hätte lernen wollen, dann hätten die das viel eher unterstützt. Gitarre war dann nicht so. Kannst du kurz sagen, was der Unterschied ist zwischen Saz und Gitarre? Saz ist einfach ein ganz anderes Instrument. Das ist ein türkisches Instrument und damit haben meine Eltern einfach einen viel besseren Bezug. Bezug, absolut. Und als ich gesagt habe, ich will Gitarre lernen, damit konnten die nicht so viel anfangen. Mhm. Und ich glaube, hätte ich Saz gelernt, hätte mein Vater mich auch dabei unterstützt. Aber als ich gesagt habe, Gitarre, ist bei ihm dann eigentlich egal. Die so, ja, die will jetzt irgendwas machen. Und dass ich das heute beruflich mache, hätten die beiden wahrscheinlich nicht gedacht. Du hast ja gerade gesagt, wurde nicht so angenommen, aber wie haben deine Geschwister das so angenommen und wie sind die damit so umgegangen? Also keiner hat mich richtig ernst genommen und ich habe irgendwann auch verstanden, man darf die Eltern ab einem bestimmten Punkt nicht mehr nach Erlaubnis fragen, sondern man muss einfach nur sagen, ey, ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich das mache. Damit man sich so einen halben Segen abholt, aber auch einfach, damit die Bescheid wissen, was man jetzt gleich macht, weil heimlich wollte man das auch nicht machen. Und meine Mutter war eigentlich jetzt nicht so Feuer und Flamme, als ich meinte, ich habe meine erste Band, dann war ich bei Popstars, dann war ich irgendwie ein halbes Jahr in Amerika mit denen. Einfach so unterwegs und ich habe das einfach gemacht. Also die konnten mich auch nicht aufhalten, weil ich glaube auch, wenn ein Mensch etwas machen möchte, dann macht er das auch. Und wenn du anders sein willst, dann gehst du diesen Weg. Du wirst diesen Weg gehen. Aber trotzdem ist es so ein Gefühl von Doppelleben. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Also so in diesem Outfit würde ich jetzt nicht zu meiner Familie gehen. Also ich könnte jetzt nicht von hier rüber zum Familientreffen gehen. Ich würde nach Hause gehen, ich würde mich umziehen und dann würde ich dahin gehen. Und früher aber habe ich mich so mega krass darüber aufgeregt. Warum geht das nicht und so? Und war mal so rebellisch drauf. Und das ist auch okay. In dem Alter ist man das und man braucht diese Energie. Aber jetzt habe ich irgendwie auch verstanden,
das ist, hat was mit Respekt zu tun. Mhm. Das ist deren Haus, das sind deren Regeln. Wenn ich diese Türschwelle betrete, dann herrschen da einfach andere Regeln. Und aus Liebe zu denen geht man diesen Weg einfach auch. Gehe ich diesen Weg, genau. Ich möchte niemanden mehr traurig machen. Und das bedeutet aber nicht, dass ich mich selber aufgebe. Aber für diese 2 Stunden, wo ich dort bin, kann ich auch einfach mal kein Minikleid tragen. Ich sag mal so in dem Sinne. Ich erinnere mich an Zeiten, da meine Schwester tatsächlich, wenn die so feiern waren und so, die haben sich so angezogen, als wären die, weiß ich nicht, ein Bademantel so. Dann sind die rausgegangen, hatten einen Rucksack dabei und dann hatten die auf einmal so Glitzerkleider an. Mhm. Ich glaube, schwieriger ist es halt, wenn man zu Hause wohnt. Dadurch, dass ich nicht zu Hause wohne, kann ich halt immer wieder in mein eigenes Leben zurück. Aber als ich zu Hause gewohnt habe, da hatte ich wirklich ein Doppelleben. Aber in welcher Welt hast du dich so zu Hause gefühlt? Also mal, weil so... In der Schule. In der Schule? In der Schule habe ich mich zu Hause gefühlt. Ehrlich? Ja, ich bin wirklich gerne zur Schule gegangen. Ich habe auch, also ich habe ja nur den Realabschluss gemacht, den mittleren Schulabschluss. Was heißt nur? Also, ja, das ist auch, das ist auch ein cooler Abschluss. Ja, weil ich glaube, immer alle sind immer so auf, man muss Abitur machen. Ich finde, du musst gar nichts. Also du wirst sagen, dir geht's heute gut mit dem, wo du gerade bist. Und wenn du so zurückblickst auch, würdest du sagen, dir geht's gut mit dem, wo du gerade stehst so? Wo ich jetzt gerade stehe, geht's mir gut. Und ich finde, egal was ich mache, es muss auch von mir kommen. Also wenn meine Eltern irgendwas von mir erwarten oder meine Familie oder irgendwas, dann die können das noch so viel äußern, solange das nicht von mir kommt, wird sich nicht so viel verändern. Also für mich warst du damals ein Vorbild, sage ich dir wirklich ehrlich, weil ich vergesse niemals diesen Moment, als ich das erste Mal gesehen habe. Und ich frage mich natürlich trotzdem, was du anderen mitgeben möchtest. Ich meine, du hast so eine Followerschaft, du hast junge Leute, die dich sehen, die sich begeistern lassen von dir, denen du Mut geben möchtest. Aber was willst du denen konkret mitgeben? Ich find's so krass, wenn du das immer so sagst, weil ich lebe ja nur mein Leben. Ja, andere kommen immer zu mir und sagen so, ja, aber ey, weißt du, was du eigentlich schon alles gemacht hast und durch was du dich gekämpft hast? Und ich bin so... Ja, aber es ist ja so, das muss man sich doch vergegenwärtigen, Elif. Ich hab das manchmal nicht auf dem Schirm, weil ich hab einfach einen Traum gehabt und ich musste dahin. Ja, aber es ist und ja ich nicht musste einfach. Auch zu meiner eigenen Wahrheit. Ja, und absolut. Ich bin so besessen. Da war ein Licht und ich bin da einfach hingegangen. Ja, aber also ganz viele fühlen dieses Doppelleben, was du beschrieben hast und wie du diesen Song einfach auch geschrieben hast. Also ja. Deswegen sage ich ja, du bist für viele einfach ein Vorbild. Dankeschön. Ich hoffe, dass die Leute daran denken, dass die also man gibt so viel auf für andere, aber die anderen würden das gar nicht für dich tun. So, man verbiegt sich, man steckt sich in eine Schublade rein, also man lässt sich in eine Schublade reinstecken. Man sollte das nicht machen, weil du lebst auch echt nur einmal so und man sollte sein Leben so genießen und so leben, wie es für einen lebenswürdig ist. Ja. Also ich habe mich immer versteckt irgendwie. Also ich war zu Hause nie so, wie ich draußen war. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich war bei mir war es genauso. Und ich konnte dann voll gut lügen auch. Ich habe so in Sekundenschnelle konnte ich dir eine Lüge auftischen, die so authentisch war. Wenn du mich jetzt irgendwas fragst, ich könnte sehr schlecht lügen. Ich habe, glaube ich, so lange nicht mehr gelogen, weil ich nicht musste. Aber ich war dazu verpflichtet. Und es ist eigentlich voll traurig, wenn die Eltern einen fast schon dazu zwingen, weil sie einen nicht so akzeptieren, wie man ist, zu lügen. Aber ich bin, also ganz ehrlich, soll ich was sagen? Jetzt mal unter uns. Ich glaube, wenn ich mal gelogen habe, ne? Meine Mutter, die hat es gecheckt. Natürlich, Mann. Natürlich, Mütter wissen sowas, Eltern wissen sowas. Also wir sind damals mit Klamotten in die Spree gesprungen und dann kam ich klitschnass wieder und meine Mutter so, was hast du gemacht? Ich so, es hat geregnet, es war einfach Sommer. Ja, das war die schlechteste Lüge wahrscheinlich meines Lebens. Ja, deswegen sage ich, Eltern raffen alles, deswegen sollte man niemals lügen, lüg nicht. Weißt du, ich fühle mich so verbunden zu dir, weil du auch lügen musstest. Ja, yeah, safe. Und jetzt muss ich aber darüber lachen, weil ich fühle mich dann auch nicht so alleine damit. Hey, ich lüge heute immer noch. Ich schwör's dir, ich lieg heute immer noch, Mann. Erzähl das doch keinen. So, apropos Lügen, by the way. Ich habe ein paar Menschen gefragt und ich wollte wissen, ob die auch ein paar Lügen zu erzählen haben oder ob die Wahrheit sagen über dich. Mhm. Weil letztendlich geht es ja darum, ob Elif in die Familie passt oder nicht. Wir wissen es ja nicht. Ich kann ja nichts entscheiden hier in diesem Sinne. Und ich habe was für dich. Mhm. Und ich habe jemanden, der was zu sagen hat. Kannst du dir vorstellen, ungefähr wer? Nee, überhaupt nicht. Gar nicht so, wenn du so in deinem Inner Circle guckst. Oh, ich hoffe, kein Politiker oder so. Weil ich kenne die alle nicht vom Gesicht her. Und, aber wenn du so einen Musiker aussuchen könntest, wer wäre das? Ich sag Klüsen. Den mag ich gern. Okay, hey Elif, grüß dich. Der Klüsen hier. Ganz liebe Grüße von Tour.
Konsti, den kennst du auch. Wir sind gerade unterwegs. Ist der süß. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich bin ganz sicher, dass du, dass man dich einfach in einer Familie haben will. Ich bin davon überzeugt, dass die Tekka-Familie dich aufnehmen wird. Aber das wird sich noch beweisen im Laufe des Abends. Ich kann nur sagen, du bist eine der großartigsten Künstlerinnen, die ich kenne. Du machst tolle Musik. Du gehst einen sehr, sehr spannenden Weg. Du hast das Herz am rechten Fleck, nämlich auf der Zunge. Und du bist auch spontan. Ich weiß noch, die letzte Aktion, wo wir in Berlin waren, und sind einfach in eine Spielbahn gegangen, wo wir noch nie waren. Ja. Und als wir rausgekommen sind, weiß ich noch, haben wir drüber gesprochen, wie viel Glück wir eigentlich im Leben hatten. Ja, also lass uns das Glück feiern. Glück und Talent. Ein kleines Jazz-Solo, bitte. Schön. Geil, oder? Geil, oh, ich mag den Clueso so gern. Lustig ist bei Clueso, dass ich habe den so oft schon in meinem Leben getroffen. Mhm. Also ich war schon immer Fan so von ihm gefühlt. Ich bin ihm aber erst so nach dem 5. Treffen mal so aufgefallen. Echt? Ja. Wir haben uns so oft schon Hallo gesagt und am Ende erst da habe ich so, dich so wahrgenommen. Ist kein Problem, Hauptsache du nimmst mich irgendwie wahr. Aber ganz ehrlich, ich frage mich gerade, was habt ihr gewonnen in der Spielothek? Wir haben alles verloren. Deshalb find ich finde es auch schön, dass er sagt, ey, wir haben so, dann waren wir voll dankbar, sind wir rausgegangen. Ich weil glaub, ihr nichts gewonnen habt, habt ihr Glück nichts gewonnen. Alles verloren. Apropos Gewinn, ne? In dem Sinne auch. Ich weiß nicht, ob du heute gewinnst in der Familie. Mhm. Deswegen würde ich einfach mal kurz meine Schwestern reinrufen. Tuba, Tejan. Na, das die Mikro wieder, in der Hand hat, warum auch immer? Ja, seid gespannt. Elif, es hört sich jetzt wirklich so an wie ich heute. Ey, ganz kurz, ja. Das muss ich ganz kurz erzählen, weil ich konnte mich voll damit identifizieren. Einmal mit dem Lügen oder Verheimlichen, weil ich habe heimlich Fußball gespielt, ich habe es meinen Eltern nicht erzählt, ich habe meine Sporttasche versteckt in der Garage und so solche Geschichten. Aber auch mit diesem, dass man, ich fand das so schön, was du gesagt hast mit dem, nee, man muss kein Abi machen, man muss auch nicht studieren, nur damit man dazugehört. Und das Problem hatte ich auch immer, dass mir immer gesagt worden ist, du musst studieren, du musst Abitur machen, nur dann bist du Teil dieser Gesellschaft. Und ich habe allen das Gegenteil bewiesen, du auch. Ey Elif, wir kommen hier zu schnellen Fragen. Mhm. Aber ich habe natürlich eine Überraschung für dich. Und diese beiden da, diese beiden Herrschaften hier, werden dir gleich Fragen stellen. Aber du musst die Antworten singen. Okay. Bitteschön. Habt ihr denn zumindest ein Beat für mich oder so? Ich hab kein Beat für dich, aber... Nobody has a beat for you. Okay, nein? Dann okay. Mach ich das einfach so. Okay, ich stell die erste Frage, ja? Ja. Welches war dein erstes Musikalbum, das du dir gekauft hast? Singe einen Song daraus. Eine Compilation aus Sailor Moon. Und es ging so... Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Du kannst es tun. Ihr kennt es. Oh, Sailor Moon! Das war so geil einfach. Das Beste. Okay, wer war dein heimlicher Schwarm als Teenie und warum? Mein heimlicher Schwarm war Batman. Was isst du am liebsten? Am allerliebsten esse ich Mante. Mamas Mante. Okay, welche Frage würde dir dein 12-jähriges Ich heute stellen? Elif, wie groß bist du? Von der Statur oder vom Business her? Weißt du nicht, als 12-Jähriger auch schon groß? Statur. Nee, ich wollte, glaube ich, immer mal wissen, wie groß ich werde. Okay, welche Angewohnheit bei anderen macht dich wütend? Ich hasse es, wenn jemand unpünktlich ist. Ich hasse es, wenn jemand unpünktlich ist. Ich hasse es, wenn jemand unpünktlich ist. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es sehr. Ja. Ja. Was ist das schönste Kompliment, das man dir je gemacht hat? Du bist großzügig. Ja, hast du keinen Igel in der Tasche? Nee, habe ich nicht. Ich bin schon sehr spendabel. Mit wem wurdest du schon verwechselt? Ich glaube, meine Eltern haben immer gedacht, wenn Lena Meyer-Landrut im Fernsehen war, dass ich das vielleicht bin. Aber deine Eltern? Ja, es gab so eine Zeit, da hatten wir dieselbe Haarlänge und dann auch wieder. Und dann glaube ich, dass meine Eltern haben gesagt, ah, bist du das? Nee, das ist doch die Lena.
Aber jetzt sehen wir beide wirklich verschieden aus. Dein eigener allerliebster Lieblingssong? Ich laufe alleine durch die Stadt in der Bomberjacke. Es ist November, doch nicht kalt in der Bomberjacke. Von innen rot und außen schwarz, diese Bomberjacke. Ich brauche den Beatbox. Da sie passt, aber Bomberjacke. Ich laufe alleine durch die Stadt. Na, okay, stopp. Ich habe gemerkt, ich habe mit Musik nichts am Hut. Apropos Kleidung, warum trägst du immer schwarz? Ich trage immer schwarz, weil ich es fühle. Ich trage immer schwarz, weil ich es fühle. Ich trage immer schwarz. Ich trage immer schwarz. Das war dramatisch, ne? Ja, aber ja. Irgendwie geil. Ja, ich trage sehr einfach, weil ich es einfach fühle. Ja, danke, dass du so ehrlich warst. Danke euch. Und danke für die Gesangseinlage. Ich hätte die ganze Zeit zuhören können weiterhin. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal zusammen kurz rüber, weil Mama und Papa warten ja da drüben. Weil jetzt geht es um die Familienabstimmung. Heißt du bald Tegal mit Nachnamen? Wir werden sehen. Wackere. Heilige Dürs. Ich laufe alleine durch die Stadt in der Bomberjacke. Ihr nehmt alle wieder so Platz, wie es vorher war. Elif, du gehst rein. Erdduckel, dann du. Sag mal, was ist denn mit dir passiert? So, und dann Tuba. So, ich bin hier. So, hier ist genug Platz. So, wir sind wieder zurück. Back on the game quasi. Hier zur Abstimmung. Ja. Mama, Papa, ihr habt Elif gehört, gesehen, gefühlt. Teja, Tuba, ihr auch. Elif, hast du noch mal Lust, so ein bisschen was zu singen von meinen Eltern oder eher nicht so? So ein Lieblingssong, egal was. Lieber nicht. Okay. Lieber nicht. Lieber nicht. Verstehe ich. Aber Tuba, wenn du willst? Ja, warum nicht? Viele wollen chatten und Rapper von Amos rappen. Bauen Tracks in Ketten, wollen nur noch unser Trappen. So viele Rapper und Tabletten, tun weh, ich brauch Tabletten. Wenn ich mein Heim sehe und vor fern weh, Beine eingehe, Labe verkackt, dann nehme ich seinen Platz weg. Denn ich hab zwar Salz auf dem Konto, doch das heißt nicht, dass ich am Satz spar. Ich geh tief, wenn ich einmalweise Rap aus dem Brunnen zieh und wieder hoch, wenn ich mit den Flügeln in meiner Lunge flieg. Jawoll! Darf ich vorstellen, die absoluten Beginnerinnen. Okay, warte mal. Ich will ganz kurz mal sagen, ich schwöre, ich wusste nicht, dass das passiert. Aber in dem Moment, wo sie gesagt hat, okay, Tuba, wir haben das schon tausendmal gemacht, wusste ich sofort, was Sache ist. Papa, Mama, Tejan und Tuba entscheiden heute, ob du Teil der Tackles werden darfst. Und ich würde sagen, wir fangen bei Papa an. Papa, was sagst du? Ja, ich habe gesehen, war sehr gut gesungen und war gut geredet. Und also meine Seite, ich nehme von unserer Familie. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Mama, was sagst du? Mama auch. Wir hier, die sind ein Team. Ja, ja, beste Freundin. Die halten die ganze Zeit Händchen und so. Ey, meine Mutter hat mich noch nie so angefasst, wie sie dich berührt. Ehrlich jetzt, ohne Witz. Und wenn nach Hannover kommt, noch eine Papa und Mama in Hannover. Dankeschön, ja, Dankeschön. Aber das hast du aber schön gesagt. Dankeschön. Das hast du echt schön gesagt. Da komme ich auch in eure Familie. Erlaubt ihr mir auch? Tejan, was sagst du? Also ich sag, auf jeden Fall ja. Von mir hast du definitiv auch ein Ja, weil ich mich auch mit deiner Geschichte so ein bisschen identifizieren konnte. Dankeschön. Herzlich willkommen. Yeah. Liebste Elif, liebe Schwester, danke, dass du heute da warst. Danke, dass du diese Stärke mitgebracht hast. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Da heißt es wieder anders und da wird es auch wieder anders. Das verspreche ich euch. Okay.